Hallo und herzlich willkommen zu Zeros Wunderküche. Heute zeige ich euch, wie ich diese leckere Torte zubereitet habe. Die Torte besteht aus einer Schokoladentortenboden und einer leckeren Mascarpone-Creme. Für die Dekoration habe ich verschiedene Süßigkeiten genommen. Diese Torte kommt bei jedem sehr gut an, vor allem die Kinder machen immer große Augen, wenn sie diese Torte sehen. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und würde sagen, wir starten jetzt los. Die Zutaten für den Teig sind 2 Eier im Zimmertemperatur, 30 Gramm Backkakao, 2 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillinzucker, 80 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl und 10 ml Öl. 10 ml entsprechen auch ein Esslöffel. Den Tortenring habe ich auf 18 cm Durchmesser eingestellt und den Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingeschaltet. Die Eier lasse ich zuerst auf höchster Stufe eine Minute schaumig schlagen. Dann füge ich die Zucker und Vanillezucker hinzu und lasse es ebenso circa 3 Minuten auf höchster Stufe schlagen, bis eine cremig weiße Masse entsteht. Die Masse ist schön cremig weiß geworden, wie ihr es auch sehen könnt. Jetzt mische ich das Mehl, Backkakao und Backpulver und werde es der Masse hinzugeben. Ich werde das Mehlgemisch mit der Küchenmaschine auf niedrigster Stufe unterheben, ihr könnt aber es auch mit einem Teigschaber machen. Den Teig fülle ich dann in den Springform. Mit der Winkelpalette streiche ich den Torten glatt. Den Tortenboden werde ich jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 20 bis 30 Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Backofen. Ich werde euch später dann sagen, wie viele Minuten ich genau gebraucht habe. 20 Minuten sind vorüber. Jetzt schauen wir, ob der Tortenboden fertig gebacken ist. Dazu machen wir jetzt eine Stäbchenprobe. Am Zahnstocher ist nichts hängen geblieben, also ist der Tortenboden fertig. Den Tortenboden werde ich jetzt in der Form 5 Minuten auskühlen lassen und danach werde ich sie vom Tortenring befreien. Mit einer glatten Winkelpalette befreie ich jetzt den Tortenboden vom Tortenring. Den Tortenboden lasse ich jetzt komplett abkühlen, danach geht es mit der Verarbeitung weiter. Für die Creme brauchen wir 250 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Puderzucker und 20 Gramm Kakao. Die drei Zutaten mische ich in einem Schüssel, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Habe ich fertig zubereitet. Mit der Tortensäge schneide ich jetzt den Tortenboden einmal waagrecht durch die Mitte. Auf einen Servierteller habe ich jetzt den unteren Tortenboden platziert, die Ränder mit Backpapier ausgelegt und die Hälfte der Creme werde ich jetzt aufstreichen. Habe ich mit der Creme sehr dick aufgetragen, damit nachher die KitKats stabil bleiben. Die Creme habe ich jetzt komplett auf die Torte aufgetragen und jetzt beginnen wir mit der Dekoration.
Für die Dekoration der Torte brauchen wir KitKat-Regel, verschiedene Süßigkeiten und ein Dekoband. Die KitKat-Regel klebe ich an die Tortenrand. Zur Sicherheit werde ich jetzt die Regel noch mit dem Dekoband fixieren. Mit den Süßigkeiten werden wir jetzt zuletzt noch die Torte dekorieren. Habe ich somit fertig dekoriert. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und Bewertungen. Abonniert meinen Kanal kostenlos und folgt mir auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Video. Tschüss!